Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt den Lesemonat Oktober. Ich freue mich ja immer darauf, den Lesemonat zu drehen, aber diesmal habe ich echt etwas Angst, weil ich weiß, dass ich einige enttäuschen werde und sowas mache ich einfach echt ungern. Ich weiß, es ist nur ein Buchgeschmack, aber ich identifiziere mich auch immer mit Menschen, die halt das Gleiche lesen wie ich. Und ich weiß auch, dass viele von euch Vertrauen in meinen Buchgeschmack haben. Deswegen tue ich mich da heute sehr schwer, euch das so zu zeigen. Aber wir fangen einfach mal an mit dem Buch, was ich als allererstes gelesen habe. Und zwar ist das hier Zeugenschutzprogramm, beziehungsweise eigentlich habe ich es gar nicht gelesen, was erzähle ich gerade. Ich habe das gehört und zwar auf BookBeat. BookBeat habe ich euch letztens schon mal vorgestellt. Das ist eine Hörbuch-App. Ihr schließt ein Abo ab und könnt unbegrenzt Hörbücher hören. Und vor allem das Coole daran ist einfach, dass es so viele aktuelle Bücher gibt. Also nicht irgendwie nur so unbekannte Kram, sondern halt auch die Bücher von Kira Gambry, die Paper Princess Reihe, ich glaube auch Bücher von Fitzek waren auch teilweise dabei, Mona Kasten Bücher, also man kann seinen Sub sogar verkleinern, indem man einfach während man Dinge macht, wie zum Beispiel jetzt ich spülen oder kochen, immer mal wieder ein Hörbuch anschaltet. Ich mache das halt total gern und habe auch jetzt hier Zeugenkussprogramm da gehört. Falls ihr Lust habt, BookBeat zu testen, ich habe immer noch einen Code für euch. In der Infobox steht der nochmal. Also wenn ihr auf den Link klickt oder den Code eingibt, und zwar TonyPure, dann könnt ihr BookBeat 4 Wochen lang gratis testen. Normalerweise kann man das nur 2 Wochen machen. Also bekommt ihr quasi 2 Wochen geschenkt. Probiert es einfach mal aus. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, Neues zu entdecken, neue Bücher. Und dann können wir uns auch austauschen, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt. Jetzt aber zu Zeugenkussprogramm. Das ist von Eva Völler und ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen. Ich wollte das eigentlich mit einer Zuschauerin mal zusammen lesen. Allerdings hatte ich damals keine Zeit und dann habe ich sie nicht mehr wiedergefunden. Und zwar haben wir über Instagram geschrieben und falls du das jetzt siehst, es tut mir total leid, schreib mir einfach nochmal. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe da auch mehrfach durchgescrollt, aber ich habe einfach den Chatverlauf nicht mehr gefunden. Ja, und dann deswegen habe ich dann ein bisschen gewartet und immer wieder überlegt, ob ich das jetzt lesen soll oder hören soll. Aber letztendlich war ich dann so neugierig auf die Geschichte. Es geht um Emily. Emilys Mutter hat einen neuen Freund und der hat sich mit falschen Leuten eingelassen. Deshalb schwebt Emilys Familie jetzt in Lebensgefahr und die Polizei setzt sie unter ein Zeugenschutzprogramm. Die müssen halt eine neue Identität annehmen und ziehen in eine neue Stadt. Das Ganze ist für Emily richtig, richtig schrecklich. Das einzig Gute, also der Lichtblick, ist, dass der Zeugenschützer ziemlich heiß ist. Und zwar ist das Pascal und die beiden verlieben sich ineinander. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es war an einigen Stellen so, dass ich gedacht habe, es wirkt so, als wäre die Protagonistin jünger, als sie ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran das gelegen hat. So, ja, kann ich euch empfehlen. Es gibt noch einen zweiten Teil. Den möchte ich vielleicht auch noch lesen. Ich muss mal gucken, wie ich den unterbringe. Ein Buch, das ich zugeschickt bekommen habe vom Löwe Verlag. Das war sogar überraschend. Ich wusste nicht, dass ich das bekomme. Und erst war ich verwirrt, weil das Stories for Boys Who Dare to Be Different vermut anders zu sein heißt. Also for Boys. Und ich dachte mir so, hä, was soll das denn? Ich bin doch kein Junge. Dann habe ich aber mal reingeschaut. Und zwar werden da Männer vorgestellt, die irgendetwas geleistet haben in ihrem Leben, die besonders bekannt sind, die etwas erfunden haben, Sportler, Autoren. Und die werden auf so einfache Art und Weise vorgestellt. Also es gibt jeweils immer so eine Doppelseite. Und dann ist auf dem einen Bild, ich kann euch das mal zeigen, auf dem einen Bild ist dann halt immer eine Zeichnung von demjenigen und auf der anderen Seite ist dann halt so eine kurze Biografie, die halt so richtig angenehm zu lesen ist. Also jetzt nicht sowas wie, wenn man einen Wikipedia-Beitrag durchliest, sondern halt komprimiert das, was einen interessiert. Ich finde, das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, muss ich sagen. Wahrscheinlich kennen das so viele noch gar nicht und von daher finde ich das mal originell zu verschenken. Ja, und dann habe ich noch ein Buch, was ich jetzt nur einmal ganz kurz zeigen werde, weil ich da schon eine Rezension zu gedreht habe. Die verlinke ich euch gerne nochmal und zwar ist das hier dieses How to be a Girl aus dem Thienemann Verlag. In dem Buch geht es um Body Shaming, um Selfcare, um Gleichberechtigung, also um all das, was halt so Mädchen beschäftigt. Ja, und wenn euch das mehr interessiert, dann schaut euch einfach mein Video dazu an. Da sind doch so ein paar private Geschichten drin. Also ich habe das so mit einem Storytime-Video quasi gemixt, würde ich mal so sagen. Oder einem Q&A. Ja, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen vielleicht, dass ich in der zweiten Nacht in meinem neuen Zuhause direkt krank geworden bin. Und zwar hatten die Ärzte den Verdacht, dass ich den Norovirus habe. Und ich war dann im Krankenhaus
isoliert. Das heißt, jeder, der reinkam, musste einen Mundschutz tragen, eine Kopfbedeckung und so einen Kittel quasi, damit halt keine Keime rausgetragen werden. Und mir ging es halt richtig, richtig schlecht. Ich habe im Krankenhaus sein Buch gelesen, und zwar Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Das war ziemlich lange auf meinem Sub, jetzt habe ich es endlich gelesen. Und es hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht. Ihr wisst ja, ich weine eigentlich gar nicht bei Büchern. Ich weiß auch nicht, ich denke nicht, dass ich unter normalen Umständen geweint hätte. Das war, glaube ich, mein Gesamtzustand, weil es mir halt ziemlich schlecht ging. Zu dem Inhalt des Buches. Es geht um Tate. Tate zieht zu ihrem Bruder. Ich habe gerade vergessen, warum. Nur vorübergehend. Und sie lernt seinen Nachbarn Miles kennen. Miles hat eine schwierige Vergangenheit. Und zwar ist irgendetwas passiert, das ihm das Herz gebrochen hat, sodass er sich nicht mehr auf eine Beziehung einlassen möchte. Da er sich aber zu Tate hingezogen fühlt, fangen die beiden halt an, nur eine körperliche Beziehung zu führen. Also sie stehen halt miteinander ins Bett, aber Tate muss Miles versprechen, dass sie halt nicht mehr von ihm möchte. Das tut sie auch. Dabei ist es gar nicht so einfach für sie, denn da springen schon so die ersten Funken rüber. Ich finde, das ist ein schwieriger Grat manchmal zwischen Geschichten, die halt in den Erotikbereich gehen, aber nicht eklig sind, also nicht irgendwie anrüchig oder so. Weil ich persönlich das oft abstoßend empfinde, wenn das so zu detailreich ist. Das war in dem Buch aber nicht so. Man hat richtig gemerkt, wie die beiden sich gern gehabt haben. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich geweint habe, weil ich im Krankenhaus lag und mich so einsam gefühlt habe und ich mich, ja, es klingt vielleicht lächerlich, aber ich mich plötzlich ungeliebt gefühlt habe, weil alles so blöd war gerade. Alles war blöd. Ich habe gedacht, warum muss das jetzt sein? In meiner ersten Woche, warum muss ich jetzt im Krankenhaus sein und muss mir so schlecht gehen? Und dann ist tatsächlich noch meine Mutter mit meiner Schwester gekommen um 22:30 abends ins Krankenhaus, weil ich so einsam war und ich so geweint habe. Die Kombination war dann halt mies, also dieses Buch zu lesen, in dem so eine intensive Liebesgeschichte drin ist und einem selber geht's dreckig. Jetzt ist das Licht gerade richtig anders geworden, habe ich das Gefühl. Ja, ist immer so bei mir. Irgendwie kriege ich das nie hin, dass mal ein Video richtig schön, komplett gleichmäßig belichtet ist. Also viele finden ja das Cover ganz schlimm, weil da Füße drauf sind. Ich verstehe nicht, was Menschen gegen Füße haben. Ich habe zwei schöne Füße. Ich würde sie euch ja zeigen, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Okay, also als nächstes habe ich ein Buch nochmal als Hörbuch auch bei BookBeat gehört, wo ich gedacht habe, komm, das musst du nochmal auffrischen. Das ist ein Reread gewesen und ich will euch gar nicht so lange nerven. Das war Wenn du dich traust von Kira Gembry. Ich dachte mir, ich schwärme euch den ganzen Tag von diesem Buch vor, dass ich es auch einfach nochmal auffrischen muss, damit ich auch nochmal weiß, wovon ich rede. Das war ja mal eins meiner Jahreshighlights 2017. Es geht in dem Buch, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt, irgendwann. Ich rede mit meinem Mund schon fusselig. Es geht um ein Mädchen, was Zwänge hat und sich in einen Jungen verliebt, der ganz anders ist, sage ich mal so. Und dafür anfangs nicht so Verständnis hat. Und was dann zwischen den beiden entsteht, ist halt auch richtig, richtig süß. An dieser Stelle nochmal, lest es! Oder hört es einfach bei BookBeat. Ja, okay, jetzt kommen wir auch zu dem Buch, was ich eben ganz am Anfang angesprochen habe. Ich denke, die meisten von euch haben sich schon gedacht, es handelt sich um das Reich der Sieben Höfe. Ich hatte das in meinem Trial Chapter ja angelesen und ich fand es auch da echt ganz gut. Es hat mich neugierig gemacht und vor allem, weil es halt jeder so gelobt hat, habe ich gedacht, jetzt muss es halt auch mal lesen. Mir hat dieses Buch einfach wieder gezeigt, dass ich auf meinen ursprünglichen Instinkt quasi hören sollte, was Bücher angeht. Immer wieder versuche ich es dann und ich denke mir, komm, versuch's nochmal was High-Fantasy-mäßiges. Das lieben doch alle und da musst du das doch auch lieben. Aber ich glaube, es ist einfach nichts für mich. Und das ist auch mit diesem Buch so gewesen. Ich finde dieses Buch eigentlich gut. Die Geschichte ist wirklich originell und die Sprache ist auch angenehm. Und ich kann sogar verstehen, dass man dieses Buch richtig, richtig gut findet. Und trotzdem komme ich nicht so richtig rein in diese Geschichte. Ich werde nicht so richtig eins mit ihr. Ich habe bis jetzt gelesen, bis zu Seite 320. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch noch weiterlesen werde. Ich habe im Internet auf einer Spoiler-Seite, es gibt so eine Seite, die heißt, glaube ich, Spoiler-Paradies oder so, da habe ich mir das durchgelesen, wie das Buch endet, weil ich jetzt wenigstens wissen wollte, ob es noch spannend wird. Aber es hat mich halt nicht so in den Bann gezogen. An dieser Stelle würde mich wirklich mal interessieren, falls ihr das Buch gelesen habt, ob ihr auch an sich High Fantasy viel lest. Also wenn euch das Buch überzeugt habt, ist
Also wenn euch das Buch überzeugt hat, ist es denn so, dass es an sich so euer Genre ist? Oder geht es euch auch wie mir, dass ihr eher nicht so High Fantasy lest und das Buch euch überrascht hat? Weil dann bin ich echt frustriert. Ich hatte aber auch einige Kommentare gelesen, die gesagt haben, nee, das Buch ist nicht sowas für mich. Also ich war gar nicht so der Fan davon. Ich habe sogar abgebrochen an dieser Stelle. Schreibt es gerne nochmal in die Kommentare und bestärkt mich darin, dass es nicht schlimm ist, dass ich dieses Buch nicht mag. Und soll ich noch weiterlesen? Meint ihr, wenn ich bis Seite 320 noch nicht so gefesselt bin, ist das dann noch, also hat es noch Hoffnung? In einem meiner letzten Vlogs habe ich auch erzählt, dass ich jetzt einen Nebenjob quasi habe, dass ich Autoren im Marketing helfe. Und zwar unterstütze ich da den Milan Grünewald. Der stellt richtig tolle Buchtrailer her. Da könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen. Die Instagram-Seite heißt einfach nur @buchtrailer. Und ja, da poste ich dann halt immer wieder und helfe den Autoren, wenn sie etwas auf Facebook vermarkten wollen, wenn sie auf Instagram Werbung machen wollen, weil ja nicht jeder so fit in diesem Bereich ist. Ja, und da habe ich dieses Buch jetzt zugeschickt bekommen von einer Autorin, weil ich ihr helfe bei einer Leserunde auf Lovely Books. Also falls ihr noch gerne Kinderbücher lest, könnt ihr dann da demnächst auch gerne mal vorbeischauen. Und zwar ist das Sandwich-Kind. Da geht es um Paule. Paule ist 10 Jahre alt und Paule ist halt ein Sandwich-Kind. Also heißt, er hat ein älteres Geschwisterkind und ein jüngeres Geschwisterkind. Und durch eine magische Sache wird er plötzlich wirklich zum Sandwich-Kind. Also dass er plötzlich so rumläuft wie ein echtes Sandwich. Und weil so ein Anblick natürlich ein gutes Marketing für ein Restaurant ist, wird Paula entführt und soll helfen, ein Restaurant zu retten. Das Buch ist, hier hinten steht drauf, von 8 bis 12 Jahren, also ein Kinderkrimi. Und ich glaube, ich brauche da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es ist eine richtig süße Geschichte gewesen, aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich nicht mehr 8 bis 12 Jahre alt bin. Ja, jetzt kommen wir zu dem letzten Buch, was ich gelesen habe. Ich habe gerade echt einen halbstündigen Rohschnitt. Ich bin mal gespannt, was ich da rauszaubern kann. Mir ist schon richtig warm vom Reden. Und zwar habe ich neben Anfunkeln die Sterne gelesen. Das ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Lux Verlag. Da hatte ich mich richtig, richtig, richtig drauf gefreut, als ich das bekommen habe. Was allerdings ein bisschen ärgerlich ist, ich war im Fitnessstudio und mir ist eine Wasserflasche ausgelaufen. Und deswegen ist dieses Buch jetzt richtig ramponiert, was mir das Herz bricht. Das Buch ist von Lily Adams geschrieben und ist, glaube ich, auch relativ neu, also es ist relativ frisch erschienen. Es geht um Emma. Emma führt ein aufregendes Instagram-Leben. Sie postet dort alles aus ihrem vermeintlichen Leben, denn da kommen wir schon zu dem Punkt, in Wirklichkeit leidet Emma unter einer Angststörung. Das heißt, sie verlässt ihr Apartment überhaupt nicht und all die Bilder, die sie hochlädt, sind aus der Vergangenheit oder aus dem Internet. Sie bearbeitet die quasi mit Photoshop so, dass es aussieht, als wäre sie andauernd unterwegs. Das Ganze geht auch mehr oder weniger gut, bis sie einen neuen Nachbarn bekommen, der ihr zeigt, was es wirklich heißt, zu leben. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es echt gern gelesen. Ich fand ein bisschen schade, dass das aus der dritten Person Singular geschrieben ist, weil ich halt immer Ich-Perspektive richtig, richtig gern mag. Ich glaube, da hätte das Buch noch mehr gewonnen. Und was ich noch kritisieren muss, ist, dass ich laut Klappentext, also ich hätte erwartet, dass sie so richtig, richtig berühmt ist, also ein paar Millionen Abonnenten auf Instagram hat. Allerdings hat sie halt jetzt nur so ihre kleine Welt. Also in London ist sie halt wohl bekannt, da kennen sie auch einige, aber sie ist jetzt kein richtiger Star. Also das wird an einigen Stellen dann auch wieder klar. Sie hat auch privat Kontakt zu ihren Followern, also sie schreibt mit denen. Und ich glaube, wenn sie halt mehrere Millionen hätte, wäre das halt eher schwieriger. Sie kennt auch ihre Follower teilweise, also deren Lebensgeschichte. Und wenn sie dann einen Post macht, wird auch öfter geschrieben, dass sie so und so viele 100 Likes hat, was dann einfach in einer anderen Dimension ist, als ich es mir vorgestellt habe, als ich den Klappentext gelesen habe. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Also ich fand es mal ganz spannend, weil es halt mal was Modernes ist, so mit Instagram, mit Social Media. Ja, gleichzeitig war es ein angenehmer Schreibstil, also man konnte es richtig gut runterlesen. Das ist eine deutsche Autorin, habe ich nicht gewusst, also die schreibt unter einem Pseudonym. Ich lese irgendwie auch ganz gerne deutsche Autoren, muss ich sagen. Amerikaner sind mir oft ein bisschen zu schnell. Mehr gibt es dazu eigentlich jetzt gar nicht zu sagen. Das war es mit meinem Lesemonat. Ich müsste jetzt alles gezeigt haben. Momentan lese ich noch ein Buch. Das will ich aber noch nicht in die Kamera halten, weil ich dann den nächsten Lesemonat spoiler. Ich habe leider nicht die beiden Bücher gelesen, die ich lesen wollte. Also Die Party und das Bloody Mary Buch. Das werde ich jetzt in den November reinziehen. Es ist total blöd, aber ihr habt gesehen, ich habe sehr viele Rezensionsexemplare jetzt wieder gehabt. Und jetzt auch durch den Umzug und als ich dann krank war mit der Uni, ich habe so viele Umstellungen jetzt, habe ich einfach nicht geschafft. Und ich bin ein bisschen tatsächlich in den Stress gekommen, weil ich gedacht habe, ich muss es euch zeigen. Ich habe es euch quasi vorgestellt, ich habe es angekündigt. Ich hoffe, ich schaffe es im November, aber ich versuche mich da jetzt einfach nicht unter Druck setzen zu lassen. Jetzt war es aber wirklich mit dem Lesemonat. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr diesen Monat gelesen habt und ob ihr die Bücher
also eins der Bücher vielleicht auch gelesen habe von den Büchern, die ich vorgestellt habe. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt ist mir richtig, richtig warm, weil ich so viel geredet habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Halt, stopp, nicht abschalten. Ich verlinke dir hier auf der Seite nochmal zwei meiner letzten Videos. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tust. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder.